Unendlich groß ist die Vielfalt der Natur. Tausende von Tierarten beleben unsere Fluren und Gewässer. Vögel mit dichtem Federkleid, Säugetiere im Fellmantel, bunt und auffallend oder schlicht und in Tarnfarben. An Größe und Form, an ihren Farben und ihren besonderen Merkmalen können wir die wild lebenden Tiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterscheiden. Doch wer kennt schon alle Tiergattungen und ihre verschiedenen Arten? Wer weiß schon von allen, wo sie vorkommen und wie sie leben? Dazu braucht man so etwas wie einen Steckbrief. Diese Filmserie liefert ihn, den Steckbrief Natur. Elche und Rentiere gehören zu den Cerviden, den Hirschen und sind Geweihträger. Der Wisent dagegen zählt als Wildrind wie Gams, Stein- und Muffelwild zu den Boviden und ist wie sie ein Hornträger. Aber Hirsch ist nicht gleich Hirsch. Elch und Ren sind sogenannte Trughirsche. In diese Gruppe gehört auch das Rehwild. Was unterscheidet die Trughirsche von den echten Hirschen, also beispielsweise vom Rothirsch? Trughirsche wie der Elch haben andere Mittelhandknochen als die echten Hirsche, wie etwa der Rothirsch. Die Geweihe der Cerviden werden jährlich abgeworfen und wieder neu geschoben, wie es in der Jägersprache heißt. Die Hörner, Krucken oder Schnecken der Boviden aber wachsen lebenslang von unten her auf sogenannten Stirnzapfen. Ob Geweih oder Hornträger, sie alle, auch Elch, Ren und Wisent, zählen zum Schalenwild. Unter diesem Begriff fasst der Jäger alle paarhufigen Wildarten zusammen. Sie sind zugleich Wiederkäuer, bis auf eine Ausnahme. Schwarzwild käut nicht wieder. Vom Schalenwild spricht man, weil der Jäger die Hufe oder Klauen als Schalen bezeichnet. Die Schalenwildgruppe ist so groß, dass man sie unmöglich in einem Film vorstellen kann. Weitere detaillierte Informationen über Schalenwild finden Sie aber in den Filmen Rehwild, Rotwild, Damm- und Sika-Wild, Gamswild, Steinwild, Muffelwild sowie Schwarzwild. Alle diese Filme sind ebenfalls in der Serie Steckbrief Natur erschienen. Und noch eine Anmerkung. Rentierwild kommt, wie jeder weiß, in unseren Breiten nicht vor. Trotzdem wird es in diesem Film der Vollständigkeit wegen kurz beschrieben. Doch nun zu den Steckbriefen der Arten. Wer zum ersten Mal einen starken Elchhirsch sieht, kann sich eines gewissen Respektes kaum erwehren. Groß wie ein Pferd, mit einer Schulterhöhe von bis zu 2,20 Meter, massiger, gedrungener Rumpf, mächtiges Haupt mit gewaltigem Geweih und der langen, wulstigen Oberlippe, hohe Läufe, Gewicht zwischen 300 und 520 Kilogramm. Wenn das nichts ist, es ist immerhin die größte Hirschart der Welt. Elchtiere, wie man die weiblichen Stücke nennt, sind etwas kleiner und leichter und haben kein Geweih. Die stärksten Elche gibt es in Alaska und Ostsibirien, aber nicht alle Elche sind solch kapitale Burschen. In Skandinavien sind sie etwas schwächer und tragen anstatt der Schaufeln sehr häufig nur ein Stangengeweih. Auch mit dem Elchwild hat es eine traurige Bewandtnis. In vielen Regionen wurde es in den letzten 1000 Jahren ausgerottet. Während es früher in der gesamten eurasischen Waldzone vorkam, ist es heute in Europa nur noch in Teilen Russlands, in Polen, im Baltikum und im nördlichen Skandinavien als Standwild vertreten. Hin und wieder dringen einzelne Elche aus Westpolen über die Oder nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vor. Das Haarkleid der Elche hat eine graue Grundfärbung, kann aber wegen der dunklen Grannenspitzen der einzelnen Haare fast schwarz wirken.
Die Haare sind übrigens hohl und stellen deswegen einen guten Wärmeschutz dar. Die weißgrauen Läufe sind relativ hell. Elchbullen, wie man die Hirsche auch nennen kann, fallen durch ihren langen, behaarten Kehlsack auf. Die Kälber sind bis zum Alter von 3 Monaten rotbraun. Sie haben im Gegensatz zu anderen Cervidenjungen aber keine weißen Tarnflecken. Am bemerkenswertesten bei den Elchhirschen ist das Geweih, je nach Herkunftsregion als Schaufel- oder Stangengeweih ausgebildet. Das Geweih beginnt sich schon zu entwickeln, wenn die Hirschkälber erst 5 bis 7 Monate alt sind. Zuerst als Knöpfe oder Spieße. Das Erstlingsgeweih wird abgeworfen, wenn die Hirschkälber erst knapp 1 Jahr alt sind. Vollentwickelte Geweihe, meist Schaufeln, werden bis zu 20 Kilogramm schwer, können eine Auslage von 1,5 Metern erreichen und bis zu 40 Enden haben. Den bisherigen Weltrekord stellte ein Riesenelch aus Alaska mit einem 35,8 Kilogramm schweren Geweih auf. Viele Hirsche in Skandinavien bilden kein Schaufelgeweih aus, sie bleiben wie gesagt Stangenelche. Im Juni oder Juli ist das Geweih voll entwickelt und wird gefegt. Ältere Hirsche, man kann sie auch Elchbulle nennen, werfen ihr Geweih manchmal schon im November wieder ab. Auch Laien können erkennen, ob in einem bestimmten Waldgebiet Elche gezogen sind, an der Losung und an den Trittsiegeln. Die Losung ist im Winter sehr hart. Die etwa 5 cm langen Beeren sind hellbraun bis dunkelbraun gefärbt. Die Sommerlosung ist weicher und sieht ähnlich aus wie Pferdeäpfel. Die Trittsiegel fallen im weichen Untergrund schon durch ihre Größe auf, rund 20 cm lang und 12 cm breit. Die Schalen können sich stark abspreizen, wie die Grafik zeigt. Das Geäfter, wie der Jäger die Afterklauen nennt, zeichnet sich immer im Boden mit ab. Dadurch sinken Elche in morastigem Terrain nicht so tief ein. Sie sind keine Bewohner baumloser Tundren, sondern brauchen Wald. Im Sommer halten sie sich gern in der Nähe pflanzenreicher Gewässer auf, in den übrigen Jahreszeiten ziehen sie durch große Waldgebiete mit Laub- und Nadelhölzern, durch Bruchwälder und mit Birken und Weiden bewachsene Moore. Entsprechend sieht ihre Nahrung aus. Sie äsen in erster Linie Zweige, Blätter, Rinde und frische Knospen. Gräser, Beeren und Pilze gehören auch dazu. Elche sind sehr wählerisch. Das haben sie als Trughirsche mit dem Rehwild gemeinsam, mit dem sie näher verwandt sind als mit Rotwild. Bei hoher Bestandsdichte können sie große Schäden im Wald verursachen. Es kommt vor, dass sie ganze Kiefernkulturen vernichten. Zu solch hohen Schäden kommt es nicht durch die Elche, die von Polen aus durch die Oder schwimmen und nach Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gelangen. Sie äsen in den Einzugsbereichen von Oder, Spree und Elbe an Weiden, Pappeln, Ebereschen, aber auch an Kiefern. Und sie gehen zum Schaden der Bauern auch auf Äcker mit Hackfrüchten und Getreide. Elche haben einen hervorragenden Geruchssinn. Der Jäger sagt, sie winden sehr gut. Damit erkennen sie Feinde und Störungen schon auf große Entfernung und können rechtzeitig reagieren. Auch das Gehör ist sehr gut ausgeprägt, doch sehen kann dieses große Wild nur relativ schlecht. Erwachsene, gesunde Elche haben so gut wie keine natürlichen Feinde, weil sie sich mit Hufen und Geweih gut verteidigen können. Große Raubtiere wie Wölfe, Bären oder auch mal ein Luchs reißen hin und wieder schwächere Stücke oder Kälber. Auf eine Gefahr allerdings hat die Natur das Elchwild nicht vorbereitet, auf schnell fahrende Autos. Deshalb ereignen sich vor allem in Skandinavien häufig sehr schwere Unfälle mit Elchen. Im Sommer leben sie meist als Einzelgänger, im Winter bilden sie oft kleine Rudel. Sie sind tag- und dämmerungsaktiv.
Während der Brunft oder wenn im Winter die Nahrung knapp wird, ziehen manche Elche oft hunderte von Kilometern in andere Reviere. Sie schrecken dann auch nicht vor den Siedlungen der Menschen zurück. Die Hauptbrunftzeit ist im September. Wie bei der Blattzeit des Rehwildes handelt es sich auch bei den Elchen um Einzelbrunft. Elchbullen reagieren dann sehr gereizt und außerordentlich aggressiv. Wanderer tun gut daran, ihnen aus dem Wege zu gehen, denn sie können wirklich gefährlich werden. Die Tragzeit beträgt rund 8 Monate. Die Kälber werden in der Zeit von Ende April bis Ende Mai gesetzt. Sehr häufig setzt das Elchtier Zwillinge, aber nur selten mal 3 Kälber. Weibliches Wild und Jungwild lebt meistens in Mutterfamilien zusammen, während die erwachsenen Hirsche nach der Brunft wieder allein durch die Wälder ziehen. Die Heimatgebiete des Rentierwildes sind die Tundren und die nördlichen Waldgebiete Europas, Asiens und Nordamerikas. Es gibt insgesamt 20 Unterarten. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass bei den Rentieren als einziger Cervidenart auch die weiblichen Tiere Geweihe bilden. Rentiere sind ausdauernde Läufer und Schwimmer. Mit ihren stark gespreizten und harten Schalen sind sie in der Lage, Äsung auch aus hohem Schnee freizuscharren. Sie leben gewöhnlich in lockeren Rudeln zusammen. Die Rudel werden immer von einem Alttier, nie von einem Hirsch geführt. Dieses tagaktive Wild wird bis zu 150 Kilogramm schwer und bringt es auf eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Rentierwild ist die einzige Hirschart dieser Erde, die sich domestizieren lässt. Das Leben der Sami und der Tungusen basiert auch heute noch bis zu einem gewissen Grad auf der Rentierwirtschaft. Der Wisent ist die größte und schwerste Wildart Europas. Er kann eine Schulterhöhe von bis zu 2 Metern erreichen und bis zu 900 Kilogramm schwer werden. Das Haar ist einfarbig braun und wird zweimal im Jahr gewechselt. Das sieht im Frühjahr besonders spektakulär aus. Dann löst sich das Winterhaar, das mit dichter Unterwolle ausgestattet ist, in großen Fetzen vom Körper. Darunter kommt dann die kürzere und glatte Sommerdecke zum Vorschein. Der Haarwechsel im Herbst ist wesentlich unauffälliger. Das auffälligste Merkmal sind natürlich die Hörner, die von beiden Geschlechtern getragen werden. Sie sind relativ kurz, nach vorn geschwungen und werden Holme genannt. Die Hörner der Bullen sind etwas stärker als die der Kühe. Bemerkenswert sind ferner der lange Kinnbart, die Mähnenbildung im Nacken vor dem hohen Widerrist und an der Wamme. Am Schwanz haben Wisente eine Quaste. Diese mächtigen Wildrinder waren einst über große Teile Europas und Asiens verbreitet, wurden aber bis zum 19. Jahrhundert fast überall ausgerottet. Ein trauriges Kapitel menschlicher Ignoranz und Naturvernichtung. Nur in Russland und Polen gab es noch kleine Restbestände. Aus diesen Resten wurden mehrere Stücke von einigen engagierten zoologischen Gärten in Europa gerettet. Sie züchteten damit weiter. Alle heute in Europa lebenden Wisente sollen angeblich von nur 13 Exemplaren abstammen. Die ersten Wisente wurden 1952 wieder ausgewildert. Polnische Zoologen und Forstleute haben sich besonders verdient gemacht.
Im Nationalpark von Bialowice gibt es heute eine über 250 Köpfe zählende Herde. Auch in Russland existieren einige kleinere Bestände. In Deutschland kommt der Wisent in freier Wildbahn nicht mehr vor. Aber man kann einige Exemplare in Gehegen oder Wildparks sehen. Die natürliche Lebensweise dieses mächtigen Wildes kann man aber gut in Polen studieren. Manchmal hört man die Vermutung, dass Wisente die Vorfahren unserer Hausrinder seien. Das stimmt nicht. Unsere Hausrinder stammen vom Auerochsen, dem Urab, der leider längst ausgestorben ist. Seine Lebensräume sind große Gebiete mit Laub- und Mischwald und möglichst dichtem Unterholz. Entsprechend ist das Nahrungsspektrum. Es besteht in erster Linie aus Gräsern und Kräutern, aber auch aus dünnen Zweigen und Baumrinde. Dadurch, dass Wisente junge Weichholz- und Nadelbäume schälen, können sie erhebliche Schäden an der Vegetation anrichten. Alle Wildrinder sind Herdentiere, auch die Wisente. Weibliche Tiere und Kälber leben im Allgemeinen in Muttergruppen, die von einer alten, erfahrenen Kuh angeführt werden. Die Bullen finden sich manchmal zu reinen Männergesellschaften zusammen. Alte Bullen neigen jedoch zum Einzelgänger-Dasein. Im August und September gesellen sich die Bullen zu den Mutterherden. Dann beginnt die Brunft. Dabei kommt es mitunter zu Kämpfen zwischen Rivalen. Die jungen Kühe sind schon mit 2 Jahren geschlechtsreif, die Bullen jedoch erst mit 8 Jahren. Die Tragzeit dauert im Durchschnitt 260 Tage. Dann setzt die Mutterkuh fast immer nur ein Kalb. Zwillingsgeburten sind selten. Gehen Sie hin und sehen Sie sich diese urigen Wildrinder, die Wisente, in einem Wildpark oder einem speziellen Wisentgehege an. Es wird ein bleibendes Erlebnis sein.